Das letzte Los ist gezogen. Wir hätten es uns fast gedacht, die Lisa und ich, dass sie jetzt als Letzte an die Reihe kommt. Bitte versetzt euch in ihre Lage. Wir haben insgesamt jetzt 12 Mal vorher gezogen. 12 Mal war sie wahrscheinlich schon auf dem Sprung in Richtung Bühne und musste dann doch jemand anderen zur Bühne klatschen. Jetzt ist sie an der Reihe. Bitte tragt sie mit eurem Applaus hier nach vorne. Hier ist Lisa Strömsdörfer. Lisa Strömsdörfer. So, ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass Aggressives über einen Kamm scheren Mist ist. Und ich glaube, das kann man am besten feststellen am eigenen Leib, wenn man ein paar von diesen Vorurteilen einfach mal umdreht. Es ist 16 Uhr, irgendwo in München im öffentlichen Nahverkehr. Die Menschen schwitzen in die Sitze, eine ältere Frau fächert sich angestrengt warme Luft ins Gesicht. Die Ärmel und Hosenbeine haben heute alle daheim gelassen. Die Bahn fährt, die Welt steht still in schummrigem Dunst. Die Türen öffnen sich. Zu schnell für den trägen Nachmittag. Merhat mustert den Mann, der jetzt einsteigt. Er ist blond, trägt eine Lederhose, seine blauen Augen blitzen gefährlich. Oder hat Merhat sich das nur eingebildet? Diesen Deutschen, den kann man nicht über den Weg trauen. Vor allem nicht so welchen. Der hier sieht aber auch aus wie ein wandelndes Klischee. Diese Peters und Herberts, die wirken nun mal bedrohlich. Da kann auch Merhat nichts dafür. Erst kommen sie pünktlich mit Stapeln von Papierkram und bombardieren einen mit Dokumenten, dann wird man doch abgeschoben. Aber nicht ohne vorher mit einer Bratwurst verkloppt zu werden. So sind die Deutschen, das hat Merhat im Fernsehen gesehen. Der blonde Mann setzt sich neben ihn. Ein penetranter Biergeruch wabert um ihn herum. Kein Wunder! Da, wo der gerade herkommt, hat er vermutlich mit einer ganzen Horde unzivilisierter Mannsbilder gesoffen. So ein hemmungsloses Verhalten und das mitten in Deutschland. Warum hat sich das Trachtverbot eigentlich nicht längst durchgesetzt, sinniert Merhat gereizt. In diesen albernen Aufzügen in der Öffentlichkeit, das prägt das Stadtbild durchaus negativ. Und Lehrerin im Dirndl, das ist nun wirklich eine Zumutung. Da wird man doch von alttraditionellem Gedöns indoktriniert. Ja, ja, die lassen sich so richtig raushängen. Ich bin richtig schön deutsch. Und einmal im Jahr treffe ich mich mit den anderen Trachttrotteln und nehme teil an einer Konsumorgie auf der Theresienwiese. Na, herzlichen Glückwunsch. Sogar Spieler des FC Bayern lassen sich in Tracht vor dem Rathaus ablichten. Also da zieht Merhat eine Grenze. Da will er nicht dahinter stehen, hinter solchen CSU-Schoßhündchen. Da geht's ums Prinzip. Also irgendwo, beim Fußball eben zum Beispiel, da muss Meinungsfreiheit auch mal aufhören. Wie auf ein Kommando ertönt, FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, aus dem Gesäß des zweifelhaften Deutschen. Merhat zieht ein wenig verachtend, ein wenig selbstgefällig eine Augenbraue hoch. Hat er es doch gewusst. In jedem Vorurteil steckt eben doch ein wahrer Kern. Da können die Konservativen ihre lächerliche Agenda noch so lange vorantreiben. Merhat weiß einfach besser Bescheid über diese Leberwurstbrotfresser. Der Mann geht an sein Telefon. Servus? Er fährt in komischerweise zu lautem, aber trotzdem unverständlichen Palaver fort. Nicht mal richtig Deutsch können die hier. Wollen sich Deutsche nennen und kriegen nicht mal ein ordentliches Guten Tag heraus. Merhat treibt es die Zornesröte ins Gesicht. Diese Deutschen, die geben sich einfach keine Mühe. Den ganzen Tag im Biergarten rumsitzen oder am Stammtisch nur unter Artgenossen, ist das moderne Integration? Oh nein, das ist bierschaumschmatzende Schmarotzerei. Auf der faulen Weißwursthaut liegen sie herum. Nennt sich sowas eine Leitkultur? Wo leitet die einen denn hin? Hm? Gegen die Wand. Naja, mit Mauern kennen sie sich ja aus, die Deutschen. Und mit alten Gemäuern sowieso. Merhat kann ja nirgendwo mehr hingehen, ohne dass da eine Kirche steht. Kirchen, das sind regelrechte Magneten für Trachtträger und Bockwurst-Sympathisanten. War nicht sogar die deutsche Nationalmannschaft mal im Vatikan zum Ehrenbesuch? Da haben wir es ja wieder. Foto mit Ziegenficker ist tabu, aber Treffen mit Kinderfickern ist okay. Tja, die Deutschen scheinen wohl irgendwas zu haben mit unpässlichen Würsten. Mit dem Menschenschlag will Merhat nichts zu tun haben, außer vielleicht beim gelegentlichen Kauf einer Leberkässemmel. Ein bisschen Fleisch in Brot, wenigstens das können sie. Kriege gewinnen. Den Stock aus dem Arsch ziehen, wenigstens im eigenen Land echte Einigkeit herstellen, Fehlanzeige. Merhat wundert sich, dass der Mann neben ihm ihn noch nicht nach seinem ARIA-Nachweis gefragt hat. In der S2 nach Dachau muss man für sowas gewappnet sein. Merhat weiß alles über diesen Deutschen. Denn er weiß ja schließlich auch, was andere Deutsche, die ihm ähnlich sehen, irgendwann mal gemacht haben. Und das reicht doch als Grundlage, oder? Die Türen öffnen sich. Ein Schwall diesiger Luft kommt herein, einer kreucht nach draußen. Dann sind sie wieder eingeschlossen. Alle miteinander in der S-Bahn, alle miteinander sitzen sie in weggeatmeter Luft und jeder weiß bereits alles über den anderen, bevor auch nur ein Wort gesprochen wurde. Und der Zug ruckelt weiter durch den viel zu langen Sommer. Dankeschön. Lisa Strömsdörfer. Die letzte Poetin des heutigen Abends. Zum letzten Mal
darf die Jury jetzt ran und zum letzten Mal werden wir runterzählen. Ich hoffe, wahrscheinlich vermisst ihr das schon morgen dann. Ihr werdet dann Leute bei euch im Treppenhaus animieren, doch auch mal mit euch runterzuzählen. Es ist wirklich, könnte eine schöne Tradition auch in eurem Alltag werden, ja? Wir wollen es nochmal jetzt so richtig zelebrieren. Ich möchte euch richtig laut hören. 3, 2, 1. Okay, jetzt wird's spannend. Hals ruhig hoch, bitte. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Auch wenn du nicht die höchste Note hast. Ich find's traurig, ja. Schämt sich auch ein bisschen, glaube ich, die Juli. Okay, vielleicht fangen wir mit der niedrigsten Wertung an. Das ist in dem Falle die 8,6. Ja, es ist nicht wegzudiskutieren. Es gibt sie, die 8,6. Keine Reaktion. Was ist jetzt tatsächlich die höchste Wertung? Die höchste Wertung ist die 9,6. Aber wichtig ist ja, was gibt's dazwischen? Und was hat Juli tatsächlich gegeben? Wir haben ja einmal eine 9,2. Wir haben eine 9,5 von Juli. Und Tim gibt die 8,9. Ja, schön mal die Stimmung gekillt. Ich streiche einstweilen schon. Wir haben 9,2. Wir haben 9,5. Und wir haben 8,9 und das ergibt 27,6 Punkte für Lisa Strömsdörfer. Und somit haben wir 4 Leute auf dem Podium heute. Ich möchte euch bitten, nochmal alle Poetinnen und den Poeten heute Abend auf die Bühne zu klatschen. Macht bitte Lärm für Ann-Christine Thienemann! Applaus für Clara Spring! Lilly Leitner! Luana Rundner! Isabel Schmidt-Leckner! Julia Sterzing, Julia Huber, Lynn Grace, Lea Moana Weilinger. Und die 4 Erstplatzierten haben tatsächlich auch die letzten 4 Startnummern gehabt. Allerdings natürlich jetzt nicht in der Reihenfolge des Auftritts. Auf dem 3. Platz, den teilen sich Alexandra Heidel mit 27,6 Punkten und Lisa Strömsdörfer. Auf dem 2. Platz mit 27,7 Punkten Maxi Schneiderbauer. Und mit 28,2 Punkten unsere Siegerin heute Abend, Victoria Gendon. Und natürlich möchte ich auch unseren Special Guest auf die Bühne bitten. Hier ist der großartige Xaver Wienerreuther. Gerade ein bisschen verdeckt durch auch unsere Auftretenden sind die Geschenke des heutigen Abends. Wir haben ein paar Büchergeschenke hier, damit unsere Freunde aus Deutschland auch mal wissen, so wie in Österreich Slam-Texte aussehen, gibt's hier für die Siegerin und unseren zweitplatzierten Slam-Euder die österreichische Slam-Anthologie. Liegt gerade etwas versteckt, ich darf sie dir später überreichen. Dann haben wir noch ein Buch
vom aktuellen deutschsprachigen Meister Jean-Philippe Kindler. Gibt es für Alexandra Heidel. Und Sandra Davina vom Kuchen und Finden für Lisa Strömsdörfer. Hier haben wir weitere Bücher. Ihr könnt euch gerne eins aussuchen, alle Auftretenden, was euch so gefällt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Jury. Klatsch bitte für die Jurorinnen und Juroren, denen wir dieses heutige Endergebnis zu verdanken haben. Bitte legt uns die Wertungstafeln zurück. Ich bedanke mich auch bei Thomas Friedmann und bei Brigitte Bromberger für die Organisation dieser Veranstaltung. Vielen Dank an das Literaturhaus Salzburg. Und somit darf ich mich verabschieden. Der nächste U20 Poetry Slam hier im Literaturhaus ist am 20. September. Also wir machen eine kurze Sommerpause und sehen uns dann zum Einstieg in die neue Saison wieder am 20.09. Und ich übergebe an unsere DJs unser Duo Hauswerk. Vielen Dank für euer Dasein und einen wunderschönen Abend. Tschüss. Danke, Herr Kofler.